Ja, es ist dann regelmäßig passiert, dass meine Mutter ein paar Tage verschwunden ist. Ich hatte das Gefühl, dass ich ihr quasi zu viel bin. Also, sorry. Ich hatte keine gleichaltrigen Freunde, ich hatte überhaupt gar keine Freunde. Ja, und dann habe ich zu mir gesagt, ich möchte noch irgendwas erleben, was halt normale Kinder erleben, bevor ich sterbe. Hallo, ich bin Nirascha, 24 Jahre alt, studiere Psychologie und baue mir momentan ein Business als Mental Coach auf und stehe noch ab und zu als Fotomodel vor der Kamera. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Wir befinden uns jetzt im Fotostudio und haben jetzt ein Fotoshooting mit einem Fotograf, mit dem ich schon öfters zusammengearbeitet habe und machen Bilder für meine Portfolioerweiterung. Als Kind und als Teenie hatte ich einen sehr, sehr geringen Selbstwert. Ich habe mich sehr, sehr hässlich gefunden und ich habe gedacht, mich würde niemals irgendjemand attraktiv finden. Jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, denn ja, ich bin sehr, sehr einzigartig und mein Gesicht erkennt man unter ganz vielen Gesichtern. Meine Eltern haben sich in Deutschland kennengelernt. Mein Vater ist nach Deutschland gekommen zum Studieren. Und meine Mutter, die ist schon als kleines Kind nach Deutschland gekommen. Das war meine Mutter mit mir zusammen, als sie mich frisch bekommen hatte. Und sie war da auch sehr, sehr jung. Meine Mutter hat mit mir in Mannheim gelebt und von meinem Vater habe ich nicht viel mitbekommen. Ich glaube, als kleines Kind habe ich ihn ab und zu mal gesehen, aber nicht wirklich oft. Also bis ich 8 Jahre alt war und bei meiner Mutter noch gelebt habe, war unser Leben eigentlich ziemlich chaotisch. Wir sind ständig umgezogen. Ich habe unterschiedliche Grundschulen besucht. Ja, einmal haben wir bei einer Freundin gewohnt, dann wieder bei einer anderen Freundin und ja, konnte da auch irgendwie nie wirklich Anschluss finden, weil wir immer wieder umgezogen sind oder die Orte gewechselt haben. Sie war sehr herzlich, ging allgemein aber auch gleichzeitig gerne feiern. Mir fehlte ein geregeltes Leben, also mir fehlte jemand, der regelmäßig dafür sorgt, dass ich mich regelmäßig wasche, mich quasi regelmäßig in die, dass ich regelmäßig in die Schule gehe, auch ein Ort, wo man dann wirklich länger ist, das hat mir irgendwie gefehlt und so ein Heimatgefühl konnte ich bis heute noch nicht entwickeln. Also ich habe irgendwie gar keine Heimat. Als meine Mutter und ich 2005 gemeinsam nach Kaiserslautern gezogen sind, haben wir auch meine späteren Pflegeeltern kennengelernt und da war ich 8 Jahre alt. Ja, wir hatten auch nicht wirklich ja, viel Geld, also wir waren sehr, sehr arm. Als wir eingezogen sind am 10. Mai, hat eine Geburtstagsfeier im Innenhof stattgefunden. Mein späterer Pflegevater hat uns dann auch eingeladen zum Essen. Es war schönes Wetter an diesem Tag und wir haben dann Karten geholt, haben mit mir Karten gespielt und Kartentricks gezeigt und so weiter. Ja, haben mir auch Spielzeug geschenkt und ja, ich fand sie sehr, sehr nett. Wenn ich alles tun könnte, was ich will, würde ich dich einpacken und verschwinden. Damals, als wir ein paar Tage quasi in dieser neuen Wohnung waren, hat meine Mutter meine späteren Pflegeeltern gefragt, ob sie auf mich aufpassen könnten, weil sie in eine andere Stadt fahren müsste. Ich erinnere mich eigentlich nicht genau, warum sie weggegangen ist und wie lange genau. Ich weiß nur, dass in dieser Zeit meine Pflegeeltern sich sehr gut mit mir angefreundet haben, mir das Leben leicht gemacht haben und in dieser Zeit auch direkt zum Jugendamt ging und das dann gemeldet haben, dass meine Mutter einfach so mich bei fremden Menschen gelassen hat und jetzt verschwunden ist.
Ja, es ist dann regelmäßig passiert, dass meine Mutter ein paar Tage verschwunden ist oder ein paar Stunden, ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall öfters, dass sie ja nicht zu Hause war. Sie hat sich mir gegenüber gar nicht gerechtfertigt oder mir irgendwas erklärt, warum sie weggeht. Das hat sich irgendwie sehr, sehr schnell ergeben, dass ich da immer mehr in die Familie eingebunden wurde. Mein Pflegevater hatte einen Eurojob und meine Pflegemutter war zu diesem Zeitpunkt arbeitslos, soweit ich weiß. Die haben mich sehr gut behandelt am Anfang und haben mir Aufmerksamkeit geschenkt. Und das kannte ich von meiner Mutter nicht so. Also die haben halt auch dafür gesorgt, dass ich regelmäßig zur Schule gehe und so weiter. Am Anfang fand meine Mutter das gut, dass die quasi öfters auf mich aufgepasst haben. Aber als es dann wirklich an gerichtliche Termine ging, hat meine Mutter auch dann Maßnahmen eingeleitet, hat sich dann auch einen Anwalt geholt und wollte mich quasi dann zurückhaben als Tochter. Also es war etwa 2007, da sind 2 Jahre vergangen und ich habe mich eigentlich sehr gut in die Familie integriert und mich sehr gut eingelebt. Da war ich 10. Dann hieß es, dass ich mir schulfrei nehmen muss, weil ich vor Gericht mit aussagen soll. Ich habe nicht wirklich verstanden, was da eigentlich passiert. Und dann wurden mir Fragen gestellt über meine Mutter. Hab halt ausgesagt, dass ich nicht bei meiner Mutter leben möchte, dass ich nur bei meinen Pflegeeltern leben möchte, dass ich nichts mehr mit meiner Mutter zu tun haben will. Und ich weiß halt nur, dass meine Pflegeeltern immer gewonnen haben vor Gericht. Und dann ging das halt so weit, dass ich meine Mutter dann nur noch alle 2 Wochen oder so gesehen habe. Und dann plötzlich ist meine Mutter nicht mehr zu den Terminen erschienen. Ja, dann hat sich der Sorgerechtsstreit über ein paar Jahre gezogen und mit 14 wurde dann schlussendlich entschieden, dass meine Pflegeeltern die vollkommene Sorgerecht dann bekommen für mich. Ich konnte mich nicht mehr mit meiner Mutter identifizieren und ich konnte ihr das nicht verzeihen, dass sie mich so alleine gelassen hat. Ich hatte das Gefühl, dass ich ihr quasi zu viel bin, also dass sie froh da, also, sorry. Ab meinem 14. Lebensjahr haben wir uns bis zu meinem, kurz vor meinem 21. Geburtstag nicht mehr gesehen. I had a dream. I got everything I want. Als das gerichtlich beschlossen wurde, dass das Sorgerecht meinen Pflegeeltern zugeschrieben wird, danach habe ich gemerkt, dass sich das Verhältnis irgendwie verschlechtert hat. Das Problem war, ich war halt immer bei ihnen zu Hause. Ich hatte keine gleichaltrigen Freunde, ich hatte überhaupt gar keine Freunde. Am Anfang war meine Schulleistung sehr, sehr schlecht. Mit den Jahren wurde ich immer besser und besser in der Schule. Und schlussendlich habe ich dann meinen Realschulabschluss mit 1,0 abgeschlossen. Die Schule war für mich eine Zuflucht, weil in der Zeit, wo ich gelernt habe, musste ich nicht an meine Probleme denken oder musste ich nicht dran denken, dass ich immer alleine bin und dass ich mich unwohl fühle bei meiner Pflegefamilie und dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, dass ich bei ihnen leben wollte und dass ich meine eigene Familie vermisse. Also ich hatte tatsächlich ein unterschiedliches Verhältnis zu meiner Pflegemutter und zu meinem Pflegevater, weil am Anfang, wo ich bei ihnen gelebt habe, war mein Pflegevater eher arbeiten, meine Pflegemutter war viel zu Hause. Sie war meine Hauptansprechpartnerin und ich hatte am Anfang ein sehr gutes Verhältnis mit ihr, ich habe ihr alles anvertraut, sie war für mich wie eine Freundin. Dann wurde sie aber immer kranker. Ja, und dann kurz nach meinem 18. Geburtstag ist sie dann an Blutvergiftung gestorben. Ja, dann im gleichen Jahr bin ich dann in die Oberstufe gekommen. Und dann habe ich zu mir gesagt, ich möchte noch irgendwas erleben, was halt normale Kinder erleben, bevor ich sterbe. Und du bist nur ein Hologramm. Neue Schule, Neubeginn für mich und ich werde alles Mögliche damit tun, dass ich endlich mal
Freunde habe, dass ich glücklich werde und habe versucht, irgendwie Fuß in ganz normales Teenie-Leben zu fassen. Habe dann auch meine ersten Freunde gehabt, die Larissa und die Vanessa, und wir sind zusammen feiern gegangen öfters. Meine Erlebnisse habe ich vor allen Dingen mit Larissa geteilt, mit der ich immer noch befreundet bin. Es war mir schon wichtig, einen Ansprechpartner in meinem Alter zu haben und auch, dass sie mir gesagt hat, dass ich stolz auf mich sein kann, weil ich wusste das vorher nicht. Ich habe mein Abitur im März 2017 abgeschlossen. Da war ich 20 Jahre alt noch. Das war dann mein schlussendliches Abiturzeugnis. Notendurchschnitt von 1,4 und habe dann auch als Schulbeste mein Abitur abgeschlossen. Ja, dann habe ich meine paar Sachen gepackt und bin 2 Tage nach meinem Abiball in meine erste Wohnung gezogen. Oh, wir bleiben true. Ich muss mal kurz nachschauen, das war danach. Okay. Ich wohne bereits, also das habe ich am 19.04.2017 geschrieben, ich wohne bereits seit 31.03.2017 in meiner eigenen kleinen Wohnung. Mein Abiball war zwar schön, aber dennoch mehr traurig als alles andere. Ich wurde wieder als Schul- und Stufenbeste sowie für den Geschichtspreis ausgezeichnet. Aber was nützt einem der ganze Erfolg, wenn niemand da ist, der auf einen stolz ist? Oh, wir bleiben true. Dann im April, Mai habe ich den Kontakt zu meiner richtigen Familie gesucht. Irgendwie konnte ich dann plötzlich Verständnis für meine Mutter entwickeln. Zum einen ist es wichtig, ihr zu verzeihen, weil jeder macht mal Fehler in seinem Leben. Und zweitens ist es auch wichtig für mich selbst, damit ich weiter in mein Leben vorankommen kann. Und damit ich mit der Vergangenheit abschließen konnte, musste ich ihr verzeihen. Sonst würde ich ja die ganze Zeit dieses verbitterte Kind bleiben. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte ja in mein Leben vorankommen und mich weiterentwickeln. Dann habe ich im Dezember eigentlich entschieden, okay, ich glaube, es geht in die Psychologie-Richtung bei mir, weil ich wissen will, wie der Mensch denkt und warum der Mensch so handelt, wie er handelt. Das Psychologiestudium hat erst im Wintersemester angefangen. Das heißt, ich musste ein Dreivierteljahr warten und habe dann in der Zeit angefangen zu modeln. Als ich Rasha damals in der Schule kennengelernt habe, hätte ich nicht gedacht, dass sie sich so entwickelt. Also das ist jetzt fast 7 Jahre her und ich bin echt begeistert, was sie aus sich gemacht hat. Ich habe sie natürlich versucht, immer zu bestärken in allem und ihr gut zuzureden. Und ja, auch wenn mich ihre Situation natürlich selbst auch sehr berührt hat, aber ja, ich habe einfach versucht, für sie da zu sein und eine gute Freundin für sie zu sein. Mein Verhältnis zu meiner Mutter ist mittlerweile sehr gut. Wir telefonieren regelmäßig, besuchen uns ab und zu gegenseitig, haben allerdings auch unsere Differenzen, weil wir von der Persönlichkeit einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Es ist eher ein freundschaftliches Verhältnis als ein Mutter-Tochter-Verhältnis, würde ich sagen. Wenn dir die Doku gefallen hat oder du Ähnliches erlebt hast, dann kommentier gerne und abonniere den Kanal.